Bayern München, RB Leipzig, Werder Bremen. Nein, das ist nicht die aktuelle Tabelle der Bundesliga. Das sind die Mannschaften, die morgen Vormittag beim U14 Hallencup in Sondershausen mit dabei sind. Aber Kinder unter 14 Jahren, die können doch manchmal echt anstrengend sein. Matthias Springer, sportlicher Leiter bei Eintracht Sondershausen. Da würde ich schon sagen, dass das eher sehr diszipliniert und strukturiert abläuft. Für jeden Spieler unserer Mannschaften ist das einfach ein bleibendes Erlebnis. Insgesamt sind 12 Teams beim Turnier dabei. Da habt ihr euch ja schon einen großen Namen gemacht. Es findet in seiner 7. Auflage statt und ist von der Qualität zu einem der bedeutendsten mitteldeutschen Turniere im Nachwuchsbereich geworden. Ja, ich denke, wenn man in Thüringen die U14-Mannschaften von vielen Bundesligisten begrüßen kann, dann ist das auf jeden Fall was Besonderes. Besondere Spiele gerade für die Kids von Sondershausen und auch von Rot-Weiß Erfurt gegen, ja, die Bundesliga-Stars von übermorgen? Wer weiß. Fakt ist, 11 Uhr geht's morgen in der Dreifelder-Halle in Sondershausen los.